Durch Jesus Christus sollen wir an das rechte Ziel gelangen, das er uns gesteckt hat, nämlich die ewige Herrlichkeit zu erleben. Wir lesen ja im ersten Johannesbrief und dieser Brief ist an Gläubige geschrieben, an solche, die Jesus aufgenommen haben in ihrem Herzen, die den Heiligen Geist empfangen haben und nun eine ganz neue Orientierung bekommen. Etwas, was man neu bekommt, muss man ja erstmal erfahren, was da drin alles möglich ist. Wenn wir jetzt umziehen in eine andere Gegend, dann wissen wir noch nicht mal gleich vorab, wo das Lebensmittelgeschäft ist oder wo vielleicht der Friseur zu finden ist. Das müssen wir immer alles erst erforschen an dem neuen Platz. Und so müssen wir das neue Leben auch erforschen. Nicht nur einfach sagen, ich stehe jetzt an einem neuen Platz, aber wie tickt denn das neue Leben? Wie arbeitet es in mir und wie wirkt es sich aus zu dem Nächsten? Und das ist der erste Johannesbrief unter anderem, unter den anderen Briefen, der uns zeigen will, wie Gottes Kindschaft überhaupt praktisch aussieht. Wir sollen erkennen können, die neue Stellung unseres Lebens in Gott. Viele Menschen glauben an Gott, aber ihre Stellung ist immer noch Mensch in der Welt. Aber Wiedergeborene haben eine neue Stellung in Gott. Und dieses Leben in Gott und aus Gott soll in der Zeit sichtbar werden. Wir haben ja gelesen, im ersten Kapitel in den Versen 3 und 4, dass Johannes davon sprach, was sie gesehen, gehört haben, was sie auch in den Versen zuvor angetastet haben, das verkündigen wir euch. Das Erleben mit dem neuen Leben und der Wunsch dabei ist, damit andere das neue Leben auch erfahren und Gemeinschaft mit denen haben, die neues Leben empfangen haben. Und dann sagt er, denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und da sollen alle mit hineingezogen werden. Und heute lesen wir die Verse 5 bis 7, die neue Lebensstellung in Gott. Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wir merken also schon bei diesen Sätzen, dass es hier um einen anderen Zustand des Lebens geht, als der gewöhnliche Zustand, den wir als Menschen auf dieser Erde haben. Wir sollen uns daran erinnern, und nicht nur erinnert werden, sondern auch forschen, wie dieses Leben aussieht. Es soll ein Bedürfnis sein in uns, dieses Leben kennenzulernen. Als Kinder Gottes sollen wir also beachten, in eine ganz neue Lebensbeziehung und Lebensstellung in Gott versetzt worden zu sein. Und hier merken wir schon im Vorfeld, dass die üblichen, natürlichen Probleme dieser Zeit außen vor bleiben. Denn diese Probleme, die wir hier in dem Menschsein haben, finden in Gott nicht statt. Finden gar nicht statt. Gibt es überhaupt gar nicht. Unsere Seele soll in diesem neuen Leben stehen, wo die Seele nicht gefangen ist von den natürlichen Problemen. Obwohl sie noch vorhanden sind. Aber sie spielen so eine untergeordnete Rolle im Leben eines Kindes Gottes, dass der Friede, die Geborgenheit im Herzen nicht mehr gestört werden kann. Wenn wir dieses neue Leben wirklich innerlich zulassen.
wer durch den Geist Gottes von Neuem geboren worden ist. Und das ist immer die Voraussetzung. Deswegen sagte ich ja, der Brief ist an diese Gläubigen. Die anderen können das ja gar nicht leben, weil sie das noch gar nicht kennen. Wer aber von Neuem geboren ist, hat nicht mehr das gleiche Leben als zuvor. Er hat ein anderes Leben bekommen, was nicht deckungsgleich ist mit dem alten Leben, sondern was weit darüber steht und das alte Leben einfach unterjocht. Dieser Mensch, der wiedergeboren ist vom Leben unter dem Gesetz der Sünde, wie es Paulus sagt, da lebte der natürliche Mensch, ist er in das Leben unter das Gesetz des Heiligen Geistes gekommen. Das ist ganz neu. In Römer 8, Vers 2 lese ich mal dazu. Die Apostel haben ja alle das Gleiche in gewisser Hinsicht geschrieben, nur anders ausgedrückt und manche Themen besonders behandelt. Aber Paulus schrieb hier in Römer 8, denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus, das ist Neue, das Gesetz des Geistes, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Zweierlei Leben. Das erste Leben heißt Gesetz der Sünde und des Todes. Und Paulus selbst klagte ja darüber, dass er von diesem Gesetz nicht frei werden konnte. Das andere Leben heißt Gesetz des Geistes Jesu. Und darin sollen wir bestärkt werden. Also, die Bestimmung in unserem neuen Leben ist eine ganz andere als die im alten Leben. Darum schrieb auch der Apostel Paulus an die Kolosser, Kolosser 3, Vers 3, wo ist das neue Leben? Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist das neue Leben. Das ist euer Leben. Oder in Philipper 3, Vers 20, unser Wandel ist im Himmel. Das ist neue Leben. Von dort warten wir durch den Heiligen Geist auf das Offenbarwerden Jesu auch in dieser Welt. Und somit Offenbarwerden der Kinder Gottes. Unser Wandel ist durch den Heiligen Geist im Himmel. Wiewohl wir körperlich noch auf der Erde sind, ist das neue Leben in Jesus Christus vom Himmel her bestimmt und gelenkt. Hier merken wir eindeutig, und das ist ja doch oft der Kampf auch der Kinder Gottes, dass die Beweglichkeit des neuen Lebens nicht von der natürlichen Bestimmung hier auf Erden geschehen kann. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Die Bestimmung des neuen Lebens muss vom Himmel kommen. Und nur dort können wir gewiss und richtig dem Herrn wohlgefällig wandeln. Die Akzente, die vom natürlichen Leben hier ausgehen, können das neue Leben überhaupt nicht qualitativ erreichen und auch nicht bewegen. Es muss durch den Heiligen Geist vom Gesetz des Geistes Gottes aus geschehen. Diese Gemeinschaft mit Gott heißt dann nämlich, wenn sie doch durch den Heiligen Geist geführt wird, Leben im Licht. Licht ist ja was Wunderbares. Wir haben in der ersten Etage ja nun auch neue Lampen und das Licht ist viel heller als zuvor. Und wir wissen, die Pflanzen brauchen auch Licht, nicht? Wir haben am Fenster so etliche Blumentöpfe stehen, also im Winter und bei dunklen Tagen, da bewegt sich kaum etwas, ja? Da muss man aufpassen, dass die nicht eingehen. Aber sobald es hell wird draußen, dann sprießen die. Sie brauchen Licht, freuen sich im Licht. Sie gehen auf, sie tragen Blätter und Blüten und wir können uns dann daran erfreuen, so wie sich andere Menschen dann auch an diesem geistlichen Leben, was sie bei uns sehen, freuen können. Über das Fleischliche können sie sich nicht freuen. Wir freuen uns auch nicht über das fleischliche Leben der anderen, weil das immer anstößig ist. Jeder hat so seine nicht nur Art, sondern Unart, die er mit rumträgt. Und das wollen wir gar nicht, sondern wir freuen uns an dem Neuen, was wir beim anderen sehen. Johannes will also der Familie Gottes deutlich machen, dass es gilt, den neuen Gnadenstand auch praktisch erleben zu wollen. Nicht nur davon zu reden, sondern praktisch erleben zu wollen. So wie wir
zuvor, bevor wir wiedergeboren wurden, ganz praktisch der Sünde dienten. Wir waren ja ausgeliefert, wir dienten ja einfach. Wir taten, was wir wollten, was unser Fleisch begehrte, was uns Spaß machte. Wir dienten praktisch der Sünde. Auch wenn wir wussten, es ist Sünde, haben wir es trotzdem gemacht. Und so, wenn wir jetzt wiedergeboren sind, sollen wir auch die praktische Tätigkeit des neuen Lebens kennenlernen und tun. Zum Beispiel vorher hatten wir den Zustand der Verlorenheit, der Trennung von Gott. Und ich hatte ja schon zitiert Römer 7, Vers 15, wo Paulus sagt, ich elender Mensch. Ich kriege das nicht auf die Reihe, Gott zu leben. Ich bin ein verlorener und verlassener Mensch. Ich muss der Sünde dienen, ob ich will oder nicht. Ich habe keine Kraft, es nicht anders zu tun. Und in Hebräer 2, Vers 15 steht ja, vorher in dem Zustand der Verlorenheit, was beherrschte unser Leben, konnten wir gar nicht abschütteln, Furcht des Todes. Jeder hatte Angst, dass er bald stirbt. Hoffentlich stirbt er nicht zu schnell. Man muss ja etwas für sich tun, damit man möglichst lange lebt. Aber das ist auch eine Furcht des Todes. Es ist keine Bereitschaft zu sagen, gut, ich bin 20 oder 30 und wenn der Herr mich raufnimmt, ist es gut. Nein, nein, ich muss alles Mögliche daran verdienen. Ja, die Menschen an uns, Kosmetika und weiß ich was alles, nur damit wir lange schön aussehen und lange leben. Ja, die Ärzte leben ja auch von der Krankheit. Ne? Das ist, ja, muss alles gut gehen. Furcht des Todes darf gar nicht zu früh aus dieser Welt genommen werden. Aber als Kind Gottes, das neue Leben, das ist ja angebunden an das Licht des Lebens, da spielt es überhaupt keine Rolle, wie lange man über die Erde geht. Man ist immer, immer bei Gott. Und das sollen wir neu kennenlernen, damit die Furcht des Todes nicht wieder Raum gewinnt. Das heißt sogar, Knechte mussten wir ja sein. Wir sollten also praktisch Gott dienen, in seinem neuen Leben, Wesen und wovon die Hauptsumme ist, auch hier schrieb der Apostel Paulus an seinen Ziehsohn Timotheus, die Hauptsumme des neuen Lebens ist Liebe, Liebe Gottes. Das ist die Hauptsumme. Und da gibt es viele Abstufungen, was noch dazu gehört. Aber das ist das neue Leben. Das neue Leben macht das aus in 1. Timotheus 1, Vers 5 zum Beispiel. Denn die Hauptsumme des Gebotes ist Liebe von reinem Herzen. Das kriegen wir ohne Jesus überhaupt nicht hin. Das kriegen wir nicht hin, weil wir das nicht haben. Aber das neue Leben, und daran will uns Johannes erinnern, hat als die Hauptsumme des Gebotes die Liebe in sich. Von reinem Herzen, von gutem Gewissen, von ungefärbtem Glauben. Also das sind ja alles Ausdrücke und Worte, die wir als natürlicher Mensch gar nicht ertragen können, weil wir sofort als natürlicher Mensch Anklagen verspüren. Das haben wir nicht. Das können wir nicht. Ist auch klar. Das können wir nicht. Aber das neue Leben hat es und kann es und soll sich in der Praxis erzeigen dürfen. Johannes schreibt, dass wir haben gehört, was wir euch zu verkündigen haben, nämlich, dass Gott Licht ist. Alles klar, alles hell, alles sauber, alles durchsichtig, alles offenbar, alles beständig, was von Gott kommt. Es gilt also in dem neuen Stand als Kind Gottes, bewusst dieses einzunehmen, dieses Wesen. Diese neue Möglichkeit und Kraft zu nutzen, zu Gottes Ehren, aber auch füreinander. Wir lesen ja oftmals diese Worte, nehmt einander an. Na ja, das kann man singen, das kann man sagen und kann im nächsten Moment zanken. Das ist dann nicht, wie Gott uns angenommen hat. Aber wenn wir das so singen und sagen, Herr, ich kann es nicht, aber durch deinen Geist, du hast mich beschenkt, geht das. Dann funktioniert das plötzlich. Da kann man plötzlich einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat.
Da macht man keine Unterschiede mehr zwischen den Einzelnen, sondern der verbindliche Geist. Wir merken, das neue Leben ist ein anderes Leben. Es fordert uns auch nicht auf, etwas zu produzieren, was wir gar nicht produzieren können, sondern das Geschenkte anzunehmen im Heiligen Geist. In Römer 6, Vers 13 schrieb ja auch der Apostel Paulus in diesem Geist und Sinn und sagte, dass wir nun in dem neuen Leben unsere Glieder nicht mehr zu Waffen der Ungerechtigkeit geben sollen, sondern zu Waffen der Gerechtigkeit. In Vers 13 heißt es, begebt nicht mehr der Sünde eure Glieder zu Waffen. Das ist ja auch ein Satz, wo man sagt, es ist ja eine ungeheure Forderung. Ich bin doch nun ständig ein Sünder und jetzt soll ich das nehmen. Nein, das können wir auch nicht schaffen, sondern nur durch das neue Leben. Wir sollen uns auf das neue Leben besinnen, denn dies neue Leben bewirkt, dass wir unsere Glieder nicht mehr zu Waffen der Ungerechtigkeit geben, sondern begebt euch selbst Gott als diejenigen, die aus den Toten lebendig sind und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Also wer lebendig geworden ist im Heiligen Geist, der soll nicht mehr Rückschau halten in das alte Leben, sondern jetzt diese neuen Möglichkeiten, die Gott ihm gegeben hat, nutzen. Denn Gott ist doch Licht, das heißt, Licht ist Leben, haben wir uns gerade gesagt, im Blick auf Pflanzen, im Blick überhaupt auf Helligkeit. Wir freuen uns, wenn die Sonne scheint, ja, dann sind wir irgendwie besser drauf. Gott ist Licht, Leben. Und zwar nicht nur Leben für eine Zeit. Auch das ist eine Priorität, die gesetzt werden soll, beziehungsweise erkannt werden soll, sondern Gott ist Licht, das ist Leben für die Ewigkeit. Sauberkeit für die Ewigkeit. Und das bedeutet doch, dieses Lichtleben, Wesen und Handlungen aus dem Geist Gottes, die niemand stören, die auch nichts zerstören, sondern immer das Gute fördern, immer aufrichten, immer segnen und immer bleiben. Immer bleiben. Wir merken, es ist was ganz anderes. Es sind Handlungen, die sauber sind im neuen Leben. Oder wie es einmal in der Schrift heißt, die Liebe tut dem Nächsten gar nichts Böses. Gar nichts. Immer nur das Gute. Und das wird ja nur angefochten, dieses neue Leben, durch den Satan, der das Gute nicht will. Durch den Fürsten dieser Welt. Aber ansonsten untereinander bei den Gläubigen ist das eine Hilfe. Hier verstehen wir auch, was der Herr Jesus in Johannes 15, Vers 16 sagt. Er sagte ja, ich habe euch erwählt. Ihr habt mich nicht erwählt, aber ich habe euch erwählt. Und dann sagt er, warum? Weil ich euch gesetzt habe, dass ihr Frucht bringt. Und zwar solche, die bleibt. Und das ist Licht und das ist Leben, die da bleibt. Was wir hier als Menschen oder menschlich als Frucht bringen, geht immer alles unter. Das ist nur zeitlich, das verrottet. Aber das, was Gott wirkt, das bleibt. Das ist das neue Leben. Dazu sollen wir aufschauen und es zulassen. Hier verstehen wir auch schon die vorgeschatteten Aussagen in den Psalmen im Blick auf Jesus, der das Licht und das Leben ist. Er hat ja selber gesagt in Lukas 24, 44, die Psalmen, Mose und die Propheten, die sprechen von ihm. Sprechen von ihm. Und da heißt es zum Beispiel, diese Bitte im Psalm 43, Vers 3, und das weist immerhin auf das neue Leben aus Gott in Christus, sende dein Licht und deine Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, er ist das Leben. Das ist hier diese Bitte, die hier ausgesprochen wird. Sende dein Licht, das, was niemals vergeht, und deine Wahrheit. Oder Psalm 27, Vers 1, das Bekenntnis, der Herr ist mein Licht.
Ansonsten habe ich kein Licht. Der Herr ist mein Licht, das heißt Leben. Er ist das Leben, ja? Oder in Psalm 36, 10, die Erfahrung damit, in deinem Licht allein sehen wir das Licht. Woanders sehen wir kein Licht, jedenfalls kein Leben, das sich lohnt. Nur in deinem Leben sehen wir das Leben, in deinem Licht sehen wir das Licht. Weil Jesus Christus also das Leben aus Gott, zu Gott und für Gott zeigt und ist, zeigt uns Johannes auch auf im Evangelium, dass Gott in Jesus Christus Licht offenbar gemacht hat. Ein Licht, was Wachstum und Gedeihen in uns schenkt zur ewigen Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller Dinge. Wenn wir allein schon mal betrachten, was wir für Probleme haben, ne? Und betrachten jetzt mal dieses Licht, neue Leben, dann sagen wir, oh, tut uns leid, was wir da gejammert haben. Was ist denn das dagegen, das andere? Das ist gar nichts. Das wahre Leben ist das Licht und da sind wir eigentlich froh. Da sind wir froh. Weil wir in diesem Licht Gemeinschaft mit dem Schöpfer, der uns geschaffen hat, mit dem Schöpfer aller Dinge haben. In Johannes 3, Vers 19 heißt es ja, das Licht ist in die Welt gekommen. Das Leben, das Licht, was alle erleuchtet. Oder in Johannes 8, Vers 12, wo Jesus sagt, ich bin das Licht. Und das in uns durch den Heiligen Geist. Ich bin das Licht. Und wo dieses Licht leuchtet, da werden wir nicht in der Finsternis sein. Kinder Gottes brauchen nicht mehr in der Finsternis zu handeln und zu wandeln. Sie können immer aus dem Licht, in dem Licht leben. Und das ist ein ganz anderes Leben. Und in Johannes 12, Vers 46 spricht der Herr, ich bin das Licht. Auf das, und in Vers 45, wer mich sieht, der sieht dann den, der mich gesandt hat. In diesem Leben haben wir plötzlich eine Schau zu dem lebendigen Gott. Jesus Christus verklärt durch seinen Geist und den himmlischen Vater. Wir sehen ihn nicht mit den physischen Augen, aber wir sehen ihn im Geiste und wissen, er ist da. Und das allein ist, macht froh. Und das sehen wir im Alltag, das sehen wir nicht nur in der Versammlung. Das sehen wir, wo wir gehen und stehen. Das ist Licht des Lebens und das macht uns froh. Diese Verkündigung, diese Mitteilung, dass Gott Licht ist, soll unser ganzes Sein neu orientiert werden lassen. Dass nicht mehr die Hauptorientierung unser alter Mensch ist mit seinen Bedürfnissen. Sondern eine ganz neue Orientierung mit dem Wunsch, das Leben im Licht praktisch zu erfahren. Wir sollen wissen, mit wem wir es nämlich zu tun haben, jeden Tag. Nämlich mit Gott, dem Schöpfer. Das sollen wir wissen, das sollen wir verspüren. Wir sollen auch wissen und verspüren, was unsere Aufgaben heute sind. Wir sollen nicht umherirren und irgendwelche Fundamente oder Freuden suchen müssen, sondern wir sollen beschenkt werden und wissen, wo wir hingehören und was wir tun sollen und lassen sollen. Wir leben täglich in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das will Johannes uns hier ganz deutlich nahe bringen. Das ist die Botschaft, die er sagt. Die haben wir gehört. Gott ist Licht. Und da haben wir Gemeinschaft mit ihm. Denn in dessen Gegenwart, was gibt es da nicht, gibt es keine Finsternis. Gibt es keine Probleme. Probleme, die uns nach unten ziehen, gehören in die Finsternis. Die gibt es dort einfach nicht. Und hier verstehen wir, dass wir Seitenwechsel immer vornehmen müssen, um von den Problemen gelöst zu werden. Seitenwechsel aus dem Alten in das neue Leben. Da gibt es keine Finsternis, also keine Sünde, kein Tod, der über uns herrschen könnte. Unser Bekenntnis, Gemeinschaft mit Gott zu haben,
soll also auch schon im Leben auf Erden sichtbar werden. In Vers 6, wie haben wir da gelesen? So wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, wandeln aber dennoch in der Finsternis, dann stimmt das nicht. Wir tun nicht die Wahrheit. Wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm, wandeln wir im Licht und wir sehnen uns auch danach. Was bedeutet im Licht wandeln? Den neuen Stand des Glaubens erlebt zu haben, Vergebung aller Sünden, Empfang des Heiligen Geistes, täglich und praktisch das neue Leben bejahen, der Sünde nicht dienen wollen, die Liebe Gottes erfahren wollen, ihr Raum geben. Wir sollen Gott lieben und den Nächsten auch. Und das will ich erleben, dass ich den Nächsten lieben kann. So wie ich mich selbst liebe in der Hinsicht, dass ich von Gott geliebt werden will. Und das will ich dem anderen auch zugestehen. Danke Gott, dass du mich liebst. Und so will ich den anderen auch lieben und ihn in deine Gegenwart führen. Es ist das Sehnen, das uns auch in manchen Bibelstellen neu dargestellt wird, wie sich dieses Wesen, das Wesen Wandel im Licht auswirkt. Lesen wir einmal dazu, was der Apostel Paulus auch im Epheserbrief schreibt. Kapitel 5. Vers 8. Er sagt, es ist richtig, ihr wart einst Finsternis. Das stellen wir einfach mal fest, das wart ihr. Bevor ihr wiedergeboren seid, wart ihr Finsternis. Todesfurcht, Sünde, alles war da. Nun aber seid ihr ein Licht geworden in dem Herrn. Es ist genau das Gegenteil. Darum wandelt wie die Kinder des Lichtes. Diese Frucht des Geistes ist Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit und prüft, was da sei, wohlgefällig dem Herrn. Das ist die neue Beziehung, ja? Wandeln im Licht. Ich will wissen, was gefällt meinem Heiland. Ach, das gefällt ihm nicht. Weg damit. Was gefällt meinem Heiland? Das will ich haben. Prüft das, was dem Heiland gefällt. Ja? Hier sagt der Apostel Paulus ganz klar, ja, vorher wart ihr Finsternis. Ihr habt all das machen müssen, was zum Verderben dient. Aber jetzt, durch die Wiedergeburt, seid ihr Licht. Und darum habt ihr ein anderes Wesen. Und ihr sucht, was Gott eurem Heiland gefällt. Epheser 3, Vers 17, also im gleichen Brief noch dazu. Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und dass ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Darum hat er gebetet. Christus soll wohnen in unserem Herzen. Und in Kolosser 3, Vers 12 wird es ja nochmal deutlicher ausgeführt, was alles dort stattfindet in diesem neuen Leben und Wesen, in dem wir doch sein sollen, in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Kolosser 3, Vers 12, zieht an, als diese Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen. Das ist in der Gemeinschaft mit dem Licht des Lebens, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und vertrage einer den anderen. Das findet da auch statt. Vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Genauso wie Christus euch vergeben hat. Genauso. So sollt ihr es auch tun. Weil das neue Leben ist ja das Leben aus Gott. Und es arbeitet wie Christus. Er vergibt. Und wenn das Leben durch mich arbeitet, vergebe ich mit. Ich bin mit in diesem neuen Leben. Und das soll spürbar sein für mich. Das macht mich froh, dass ich überhaupt vergeben kann.
Ja, der natürliche Mensch kann nicht vergeben. Der trägt immer nach und so, ach, was du damals gemacht hast, ach, ja, ja. Ja, der hat immer etwas, was er auftischen kann. Aber der geistliche Mensch wird froh, weil er vergeben kann. Eine ganz andere Erfahrung als zuvor. Darum heißt es ja auch im Galaterbrief, schreibt der Apostel Paulus auch, durch den Heiligen Geist könnt ihr, und er nennt das dann auch Frucht, das neue Wesen des Lebens im Licht, Folgendes erfahren und zeigen in der Familie Gottes. Liebe, haben wir schon gesagt, Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Das sind ja alles Sachen, die wir vorher gar nicht kannten. Sanftmut, Enthaltsamkeit und so weiter. Dieses bewusste Erkennen und Erfahren des neuen Lebens soll uns ein tägliches Gebetsanliegen bleiben. Herr, ich will dich erfahren und dein Leben. Ich will mir nicht mehr selber leben. Johannes sagt das ja nicht bestimmen, nicht im Befehlstun. Er sagt nicht, tut Gutes, vollbringt das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Nein, das sagt er nicht, sondern er lädt liebevoll zur freiwilligen Gemeinschaft mit dem Ewigen ein. Und er sagt darum einladend, wir haben von Jesus gehört, dass Gott Licht ist. Das ist ein anderer Satz. Also er will einfach sagen, wisst ihr das auch? Könnt ihr doch auch haben, ja? Ihr könnt jetzt anders leben. Das ist ein Angebot, das ist kein Befehl. Ihr könnt jetzt anders leben. In Römer 13 können wir dazu auch noch lesen. In Römer 13, ab Vers 12 und 13, wo es dann heißt, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist herbeigekommen. So lasst uns doch ablegen die Werke der Finster. Lasst es uns nicht mehr wahrnehmen. Lasst uns anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar wandeln als am Tag. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Das ist das Neue. Das Neue. Lasst einfach mal das andere liegen. Kümmert euch nicht mehr um das alte Wesen, sondern lebt in dem Neuen. Diese Einladung wird uns im Johannesbrief hier deutlich gemacht. Und dann passiert nämlich Folgendes, was auch im Philipperbrief steht, in Philipper 2, Vers 3. Damit haben wir ja vom natürlichen Menschen auch Schwierigkeiten. Da steht, den anderen höher achten denn sich selbst. Ja, manchmal sagen, das können wir ja nicht. Wie der da drauf ist, den soll ich nun höher achten als mich selbst. Da bin ich ja eigentlich besser dran. Ne? Nein, wir achten den anderen in dem, was er hat von Gott, höher als uns selbst. Das, was Jesus ihm geschenkt hat, die Gaben, das neue Leben, das bewundere ich immer. Und dadurch achte ich ihn höher, nicht den alten Menschen, den achte ich nicht höher. Aber das Neue, das achten wir höher, weil das herrlich ist. Dieses Licht Gottes, das Leben aus Gott, soll unsere Werke im Alltag bestimmen, worüber die Mitmenschen dann Gott erkennen können. Wie sagte der Jesus in Matthäus 5, Vers 16? Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie etwas sehen. Und zwar so etwas, worüber sie den Vater im Himmel preisen. Da muss also was anderes her, als nur mein natürlicher Mensch. Über den spotten die Leute höchstens und sagen, was das für einer ist, ja, hat er schon wieder da und so. Da preisen sie Gott nicht drüber. Es muss etwas zu sehen sein, worüber sie plötzlich den Schöpfer preisen. Das ist ein anderes Leben. Kennen wir zwar noch nicht, aber das ist doch wunderbar. Der Wandel in der Finsternis bedeutet, wenn wir uns nicht auf das Leben aus Gott besinnen und die Erlösung durch das Blut Jesu nur für die Zukunft erachten, dass ich mal in den Himmel komme, dann fallen wir zurück in den Sog des sündigen Handelns, also des Handelns in der Finsternis. Und was findet dort statt? Auch wieder im Brief des Apostel Paulus im Kolosser, da wird deutlich gesagt, was da
drin stattfindet. Kolosser 3, Vers 8 und 9. Da findet statt zornig sein, grimmig sein, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, Lüge untereinander. Ja, das ist der alte Mensch. Das findet dort statt. Alles in der Finsternis. Das hat nichts mehr mit dem Leben des Lichtes zu tun. Dort, wo aber erneut das Leben der Finsternis, das doch durch Jesu Kreuz besiegt worden ist, durchbrechen kann, entsteht immer, und das soll uns auch gesagt, Unordnung. Unordnung in der Familie Gottes. Jakobus hat das auf den Punkt gebracht. Er hat so gesagt in Kapitel 3, Vers 14 bis 16, wenn ihr, ich sage das mal so, in der Finsternis wandelt, bittere Neid habt, wenn ihr Zank in eurem Herzen habt, dann rühmt euch doch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern das ist irdisch, das ist menschlich, das ist teuflisch. Denn wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung. Unordnung und eitel böses Ding. Also er bringt das wirklich auf den Punkt. Und sagt, die Weisheit von oben, die ist anders. Die ist keusch, danach friedsam, gelinde, lässt sich sagen, voller Barmherzigkeit, guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Das ist das neue Leben. Also er stellt es auch so gegenüber. Johannes mahnt also zur Aufrichtigkeit und Wachsamkeit, das Leben aus Gott stets zu suchen und genießen zu wollen. Ja, wir dürfen und sollen es genießen. Und er sagt, wer da spricht, dass er Gemeinschaft mit Gott hat und dabei die Praxis des neuen Lebens nicht einnimmt und einnehmen will, der betrügt sich und andere. Hierbei ist nicht die Forderung nach dem vollkommenen Leben in der Praxis gestellt, wir begehen noch mannigfaltige Fehler auf dieser Erde, sondern hier ist die Forderung nach dem Willen zu diesem neuen Leben darin zu bestehen gesagt. Die Sehnsucht, ich will meinem Heiland gefallen, das Gebet in dieser Richtung, einfach darum zu bitten, dieses Leben auch sichtbar werden zu lassen, die Freude darin mehr und mehr zuzunehmen. Wir merken, welche Aufforderung wir haben des Genießens zum neuen Leben. Denn Paulus hat ja auch von sich geschrieben im Philipper 3, ich habe es noch nicht ganz ergriffen, aber ich jage ihm nach. Ich will das neue Leben ergreifen, so wie ich bereits auch schon ergriffen worden bin. Ich will es haben. Merken wir, das ist das, was wir auch auf den Gebieten, da wo Erweckung ausgebrochen ist, da finden wir das ganz praktisch. Ich habe mal Menschen gefragt, die auf den verschiedensten Erweckungsgebieten waren, was sie dort erleben. Sie sagen, praktisches Glaubensleben, Liebe, Freude, Friede, missionarischer Drang in Liebe. Das haben die ja alles, ganz praktisch. Das muss man denen gar nicht predigen, das tun die einfach. Das heißt, im neuen Leben stehen. Glaubhaftes Leben, die geistliche Gemeinschaft mit Gott und mit den Glaubensgeschwistern ist immer der Ausgangspunkt zum segensreichen Handeln in dieser Welt. Darum müssen wir diese Gemeinschaft einnehmen. Wenn wir segensreich in der Welt handeln wollen, geht das nur, wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott leben und in der Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern. Dann geht es auch weiter. Die wahre Reinigungskraft des Blutes Jesu kommt in dieser heiligen Gemeinschaft deutlich zum Vorschein. Wie hat es Johannes ausgedrückt? Das muss ich uns noch einmal lesen. So wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Also das muss ich mir immer persönlich buchstabieren. Ja, also im Licht wandeln kann ich jetzt anschalten, ist alles schön hell. Nein, wie er im Licht ist.
Das ist etwas ganz Neues, ja, was ganz anderes. Wenn das so ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Plötzlich ist das da. Dann haben wir sie. Ansonsten bleibt es nur eine Gesellschaft, menschliche Interessensgesellschaft, aber Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde, macht uns rein von diesen Begrenzungen, die uns ja untereinander immer stören, die uns ja gegenseitig wegkatapultieren, dass wir gar nicht zusammenkommen, nicht? Wenn wir wandeln im Licht, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Vielmehr sind wir zum Mitherrschen, wenn wir im Licht leben, berufen vor Gottes Thron, wie es ja auch in Offenbarung 20,6 steht, von denen, die Anteil haben an der ersten Auferstehung, sie werden Priester Gottes genannt, Priester Christi sein und mit ihm regieren, mit ihm regieren. Hier verstehen wir dann auch in dem Zusammenhang, und ich komme da zum Schluss, auch was der Apostel Paulus sagt über die Handhabung in dieser Welt. Wenn er sagt in 1. Korinther 3, 22, 23, alles ist euer, dann heißt das nicht, nun mal los, du kannst alles genießen, ihr aber seid Christi. Das heißt, ihr gebraucht die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive. Nicht mehr als der natürliche Mensch, sondern als der geistliche Mensch, der weiß, was er an sich ranlassen darf und was nicht. Alles ist euer, ihr aber seid Christi. Ja? Das ist die neue Perspektive. Zusammengefasst, durch Jesus Christus ist bewirkt, einmal das Kreuzesleiden für unsere Sünden, damit wir gereinigte Herzen bekommen haben und dadurch den Heiligen Geist empfangen konnten an einem sauberen Platz, und dadurch versetzt worden sind in eine andere Lebensstellung. Durch Christus hat eben der neue Wandel im Licht stattgefunden und dieser versetzt uns in die Lage, gute Glaubensfrüchte zur Ehre Gottes zu bringen. Allein dadurch sind wir in die Lage gesetzt. Und was ist nun nötig, damit wir darin bleiben? Die tägliche Entscheidung für das neue Leben, für das neue Leben. Das praktische Bekenntnis zu diesem anderen Leben mit Gott, hören auf Gottes Rede in seinem Wort, Gebet um die bleibende, erfahrbare Gemeinschaft mit den Heiligen, mit den Kindern Gottes. Stärker von oben bewegt, als von der Welt bewegt leben zu wollen. Und hier noch ein Satz, den auch Jakobus geschrieben hat. Das bedeutet, naht euch zu Gott, dann naht sich Gott zu euch. Naht euch zu Gott, dann naht sich Gott zu euch. Leben in der himmlischen Stellung vor Gott im Licht. Das heißt ewiges Leben, was hier schon stattfindet. Ich lese nochmal die Verse, von denen wir ausgingen. Das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und in ihm ist keine Finsternis. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Die neue Lebensstellung in Gott, verheißen für alle Kinder Gottes. Soweit zu diesen Versen, die uns doch neu zeigen sollen, wo wir hingehören, wem wir dienen dürfen und was wir sein dürfen.